Hey Rockstars, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lead Like a Rockstar. Und heute habe ich einen Gast bei mir sitzen, beziehungsweise, nee, wir skypen gerade über das Meer hinüber, Grenzen und so weiter. Yes. Yes. Und er ist deswegen auch so geil, warum er dabei ist. Er ist unter den Top 100 Excellent-Unternehmer Deutschlands, spielt in der unter anderem der gleichen Liga wie Jochen Schweizer, Professor Dr. Klaus Hipp, Wolfgang Krupp. Als Business-Mentor Nummer 1 ist er Trainer, Autor und High-Level-Mentor für erfolgreiche Selbstständigkeit. Das ist natürlich mega spannend. Mal gespannt, was du uns da erzählst. Und deswegen auch für mich in dem Kanal mit seinem Claim: mehr Kunden, mehr Gewinn, mehr Lifestyle, habe ich mir gar nicht die Frage gestellt, weil in diesem Podcast und diesem YouTube-TV-Kanal geht es ja genau darum. Also, welches Erfolgsmindset brauche ich? Welche Leadership Skills benötige ich, um eben genau mehr Kunden, mehr Gewinn, mehr Lifestyle halt zu generieren? Und ich freue mich mega, dass du dabei bist. Wir hatten ja so ein paar Versuche gehabt, endlich mal irgendwie zusammenzukommen. Andere Schwierigkeiten. Andreas, klar. Dankeschön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Also, macht mir eine Riesenfreude jetzt schon, ja. Sehr, sehr geil. Und bei mir ist es ja so, dass ich mache gar nicht lange rum. Ich gehe direkt auf den Punkt. Also ich starte sofort. Ja, und deswegen die allererste Frage, die sich mir halt stellt, ist: Ich meine, du bist ja nicht morgens aufgewacht und hast gesagt, ich werde jetzt Business Mentor Nummer 1. Ich helfe Menschen in die Selbstständigkeit und erfolgreich in die Selbstständigkeit. Ja. Deswegen, warum tust du das, was du tust? Und vor allem, wie bist du da hingekommen? Das würde jetzt schon das ganze Video normalerweise sprengen. Also, es war richtig eine schwere Geburt, dorthin zu kommen und das überhaupt zu erkennen, dass das meine Passion ist. Also, das war, so wie ich es auch heute bei meinen Kunden wahrnehme, das ist nicht so, wie du es so schön sagst, du stehst nicht morgens auf, sondern das war ein Prozess über Jahre, dorthin zu kommen. Also, ich meine, aktuell habe ich noch vier Unternehmen, für die ich verantwortlich bin. Es waren auch mal sechs zwischenzeitlich. Jetzt haben wir ein bisschen was verkauft und ein bisschen was abgestoßen. Und irgendwie habe ich halt gemerkt, das ist überhaupt nicht das, was ich will. Und bin so ein tiefes Loch gefallen. Manchmal brauchst du halt so ein Loch. Bei mir war es ein doppelter Hörsturz. Ich habe von jetzt auf gleich nichts mehr gehört. Ach Scheiße. Konnte meine Kinder nicht mehr verstehen. Und das war das Signal: Hey Junge, das ist hier ist was grob faul. Fahr mal einen Gang zurück. Und in der Phase habe ich mir halt unter Tränen die Frage gestellt: Was willst du eigentlich in dem Leben hier? Und mir ist halt sehr bewusst geworden, dass es meine Passion ist, Unternehmen aufzubauen und dann aber auch gern wieder so die Verantwortung wegzugeben. Also aufbauen, erfolgreich machen und dann die anderen machen lassen. Ja. Und ich habe gesagt: Warum machst du das nicht einfach professionell? Warum hilfst du nicht den Menschen, ihr Business erfolgreich zu machen, die Systeme zu implementieren und dann die Leute denen zum Laufen zu verhelfen, dass sie alleine erfolgreich werden und sein können? Und dann habe ich das mal begonnen. Und das war vor gut 3 Jahren. Und es war tatsächlich eine schwere Geburt. Ich habe auch eine falsche Positionierung angesetzt am Anfang. Total scheiße, muss man sagen. Freiheitstrainer, ja. Helft den Unternehmen, helft den Menschen zur persönlichen und finanziellen und unternehmerischen Freiheit. Hat kein Sau verstanden. Die haben gedacht, ich würde die Leute aus dem Knast bringen oder so. Also, da musste ich mal ein bisschen weitermachen und der Business Mentor Nummer 1, der ist so entstanden, dass ich früher, ich war Fußballprofi ein Jahr und war Torwart und die Nummer 1 ist natürlich davon übrig geblieben, das ist meine Rückennummer. Viele, ja, auf dem Markt, Trainermarkt sagen, ja, diese Frechheit sich rauszunehmen, Nummer 1 sich zu nennen, aber genau das war natürlich das Guerilla, was ich auch liebe, Marketing. Guerilla-Marketing und here I am, Nummer 1, let's go. Ja. So ist das dann also passiert. Krass, krass. Und also ich habe da so ein paar Parallelen, weil bei mir war das ja ähnlich. Also bei mir war es jetzt kein Hörsturz. Bei mir war das, ich bin komplett zusammengebrochen. Also ich bin ja so von heute auf morgen innerhalb von Minuten wupp im Krankenhaus wieder aufgewacht. Hast du denn Symptome gehabt davor? Also hast du irgendwie gemerkt, okay, fuck, irgendwas stimmt hier nicht? Weil ich glaube, dass viele da draußen, die eben in diese Selbstständigkeit gehen, glaube ich, gar nicht wirklich präsent haben, was da so auf dich zukommt. Ja, also die haben es nicht präsent, auf keinen Fall. Ja. Und das Hamsterrad abgedroschen, aber das erfasst dich halt, ohne dass du es merkst. Ja.
Und bei mir war es halt so, ich bin morgens um 7 aus dem Haus und kam abends um 11 zurück. Ich hatte noch eine Fußballschule, eine Torwartschule, habe zwei Vereine trainiert, Torwarttraining plus einen Verein Fußball Okay. als Headtrainer. Und das alles neben den damals sechs Companies, das muss man, oder fünf Companies waren zu dem Zeitpunkt, das ist hirnrissig im Grunde. Ja. Meine Kinder habe ich im Grunde nicht gesehen. Für die Außenwelt war das total klar, irgendwann kommt der große Crash. Ich hatte jetzt im Januar auch nochmal so eine kleine Phase, wo ich wieder reinkam und gesagt, ja, komm jetzt hier, es läuft so geil. Aber da habe ich selber reflektiert, sehr zügig als selber erkannt, weil es mir schon mal passiert ist. Und damals hätte ich es nie von alleine erkannt, ich musste also gegen die Wand laufen. Ja. Für die Außenwelt, also insbesondere meine Eltern, war es sehr einfach zu sehen. Damals hatte ich auch einen Mentor, der hat auch gesagt, Andreas, ey, cool down. Ja, aber ich war schlauer. Und ja, insofern habe ich den Schlag gebraucht. Also wahrscheinlich ging es mir da ähnlich wie dir, ne? Okay. Ja. Was hast du dann konkret verändert? Also ich meine, du erzählst, also sagst du hast ja wirklich 24 Stunden Tag ja mega gefüllt, ja. Dann bist du ja noch Papa, hast ja noch eine Partnerin, ja, und. Das muss ja auch irgendwie alles unter einen Topf bekommen werden, ja. Also was hast du konkret verändert von ich sag mal, Ja. vor dem Hörsturz, nach dem Hörsturz. Ja, also direkt nach dem Hörsturz habe ich mich rausgenommen, komplett rausgenommen. Das heißt, ich habe den Stecker komplett gezogen und habe mich ein halbes Jahr aus allem rausgezogen. Zuerst mal bin ich eine Woche weggefahren, na, nach Oberstaufen, willst du vögeln oder saufen, fährst du hin nach Oberstaufen. Ja? Ich wusste das nicht, aber bin da in so einem Fünf-Sterne-Hotel gelandet. Also ich kannte den Spruch bis dato nicht. War interessant die Woche. Ich durfte aber in der Woche, und das war geil, von wirklich zwei geilen Unternehmern lernen, die da zufällig im Hotel saßen und sagen, warum machst du nicht einfach das, was du liebst? Sagt, also ein ganz dummer Spruch. Ja. Aber der hat mir geholfen. Und der andere hat gesagt, du drehst am Rad, Mensch, gib doch mal ab. Du kannst nicht abgeben. Und das waren so zwei Botschaften, die habe ich für mich sofort auf dem Papier niedergeschrieben. Was bedeutet jetzt abgeben? Und dann habe ich es übertrieben und habe alles abgegeben, weil ich gesagt habe, hey, jetzt no risk, no fun. Am finanziellen liegt es im Moment, ich gebe mal alles ab. Und ich habe gesehen, dass das echt gut läuft. Ich ein super Team hatte, eine tolle Assistentin und das hat funktioniert. Und so habe ich dann angefangen, mir Gedanken über Systeme zu machen. Wie kannst du weiterhin delegieren? Was ist das? Wo ist deine Fähigkeit? Was musst du machen? Was kannst du machen? Was willst du machen? Und was können die anderen viel, viel besser? Weil vorher war ich ja der Guru und habe alles selber gemacht, ja. Ist das ein Schlüssel zum Erfolg? Das ist ein Schlüssel zum Erfolg. Ich hatte gestern noch eine junge Unternehmerin hier, die im Grunde unter Kontrollzwang leidet und alles kontrollieren will in ihrem Business. Sie hat zwei Firmen, also alles selbst kontrollieren will und dadurch steht die 65, 67, 68 Stunden in der Woche, anstatt sie einfach vertraut und abgibt. Vertrauen, da wissen wir selber, wenn du anderen nicht vertrauen kannst, vertraust du dir letztendlich selber nicht. Und ich glaube, das ist ein Riesenschlüssel zum Erfolg. Deswegen ist unternehmerischer Erfolg für mich immer gekoppelt mit mit Persönlichkeitsentwicklung. Ganz klar, weil das mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun hat. Und ich war so klein mit Hut, trotz fünf, sechs Unternehmen. Wenn du jetzt, mal angenommen, ich bin jetzt jemand und ich sage, okay, ich starte jetzt heute in die Selbstständigkeit. Ich war Jahre gehabt, ne, bin morgens um 7 Uhr gestochen, 17 Uhr wieder nach Hause und nach mir die Sintflut und so weiter. Und jetzt passiert irgendetwas bei mir, dass ich sage, okay, fuck, irgendwie ist ja gerade so dieses Unternehmer, dieses Selbstständigkeitsgen gerade irgendwie entwickelt worden. Meistens passiert es ja, wie du schon sagtest, Personal Development, ne, also Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie merkst du irgendwann so, oh fuck, da gibt es ja noch was anderes auf der Welt. Ja. Und jetzt gehe ich in diese Selbstständigkeit. Gibt es so konkret, wo du sagst, weißt du, Lorenzo, wenn du jetzt von heute auf morgen in diese Selbstständigkeit, also Punkt 1, würdest du jemanden empfehlen, von heute auf morgen in die Selbstständigkeit zu gehen? Und Punkt 2, wenn jemand dann doch diesen Schritt macht, gibt es eine Anleitung, so drücke ich es jetzt einfach mal aus, eine Schritteanleitung, die drei besten Tipps, wenn man das überhaupt so sagen kann, wo du sagst, okay, das ist, also das musst du drauf haben, bevor du dich da, Ja, also Frage 1, fast schon rhetorisch, von jetzt auf gleich in die Selbstständigkeit zu gehen, ist ja schon, hat schon mit Wahnsinn zu tun. Wenn du es unbedingt ausprobieren willst und auf blutige Nase stehst und auf Komfortzonen-Totalerweiterung, ja, mach's, aber das Risiko kannst du halt minimieren. Und wie kannst du es minimieren? Das erste, ich komme aus der Finanzbranche,
einer der bekanntesten Trainer der Welt, Wealth Management, sagt immer, know your numbers, also kenne deine Zahlen. Was ich halt erlebe, ist, dass viele Selbstständige ihre Zahlen gar nicht kennen. Mhm. Das heißt, wenn du sowas planst, dann plane halt best case, worst case und dann real case. Ja, ich habe immer drei Szenarien, wirklich monatlich plane ich, drei Szenarien vor mir liegen, was ist, wenn das eintritt, was ist, wenn das eintritt und was ist, wenn das. Und Worst Case hält mich immer über Wasser, trotzdem. Ja. Also ein Case-Szenario muss auf jeden Fall vorher stattfinden. Das muss nicht hochtrabend so ein Businessplan sein, so ein 40-Seiter. Stehe ich überhaupt nicht drauf, finde ich völlig ungeil, weil das ist eine Entwicklung von Leuten, die noch nie selbstständig waren. Ja. Hm. Also viel Liquiditätsbetrachtung, also sprich, wie flüssig bist du, das ist mir wichtig. Das Zweite ist, ich hatte das Glück, bin in einer Familie aufgewachsen, mein Dad über mittlerweile, ich glaube, 35 Jahre selbstständig. Ich habe das Gen so ein bisschen drin gehabt. Okay. Das heißt, ich konnte es mir abgucken. Ich will nicht sagen, ich würde mich an jemanden halten, der es schon gemacht hat. Ja? Im Network hast du Mentoren, ja, aber sind die Mentoren wirklich auch da, wo du hin willst? Und ich sage immer, lass dir mal einfach so einen Kontoauszug geben, weil dann weißt du, dass es wirklich geschafft hat. Weil also Blendertum ist ja gerade groß geschrieben in Deutschland. Also der Nachweis, lass dir den Nachweis von Menschen geben, auf die du hörst. Aber schaff dir solch jemanden an. Ja? Also du brauchst jemanden, der ein Mentor für dich ist. Ich habe im letzten Jahr, selbst ich habe noch einen Schweizer Unternehmer des Jahres 1999 kennengelernt. Das war für mich eine hohe Ehre. Er ist finanziell komplett frei. Und er hat gesagt, Andreas, schau mal, wenn du das noch veränderst, das war für mich ein Geschenk des Himmels, so einen Menschen kennenzulernen, der mir dann nochmal ein paar Impulse gibt, der dann aber sogar die Botschaft sagt, wenn ich dich mit 19, 20 kennengelernt hätte, so einen Menschen-Mentor wie dich, das wäre für mich ein Turbo gewesen, war ein Ritterschlag natürlich. Also du brauchst einen Mentor, das ist Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei ist, fang sofort an, als Unternehmer zu denken und überspring den Selbstständigen. Ja, Robert Kiyosaki sagt ja immer schön diesen Cashflow-Quadrant, empfehle ich, geniales Buch für mich, Cashflow-Quadrant, überspring sofort den Selbstständigen, ja, rein gedanklich, natürlich musst du erstmal arbeiten, aber integriere sofort Systeme, ja, also das heißt, play big, fang an mit technischen Systemen, Social Media ist jetzt das Thema ganz groß, was kannst du sofort systematisieren? Buchhaltung, was kannst du abgeben? Also diese Frage sofort stellen, dass du so schnell wie möglich unabhängig von deinem Business wirst. Dass sich dieses Rad gar nicht erst erfasst. Das ist die Empfehlung. Das sind die drei Steps, die ich auf jeden Fall empfehle. Okay. Jetzt hast du den also ich bekomme jetzt mit zum Beispiel in dem Umfeld, beziehungsweise teilweise mit Menschen, die also die reden alle von einem Mentor, die wollen alle irgendwie einen Mentor, sind aber gar nicht bereit, dann auch zu sagen, also oder beziehungsweise gehen davon aus, dass man einen Mentor bekommt und man muss da nicht wirklich was investieren. Aha. Hast du da Erfahrungen gemacht, beziehungsweise, also anders, wärst du bereit oder würdest du das als ganz klare Empfehlung geben, zu sagen, besuch Seminare? Also was würdest du bevorziehen? Persönlichen Menschen oder das Seminar? Meine Antwort ist klar. Ja, die meisten Menschen scheitern ja nach Seminaren. Ich gebe ja auch Seminare, aber die meisten meiner Kunden und generell der Kunden, Seminarkunden scheitern ja anschließend an der Umsetzung. Das heißt, sie fallen in ein Loch. Von daher ist die Wahrheit beides. Ja. Also Seminare sind natürlich super geil, um den Spirit mitzunehmen, die Motivation hochzufahren, aber oft scheitert es ja an der Umsetzung. Insofern ist es eine Mixtur, ist eine Symbiose aus beidem. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn große Trainer wirklich hypen und dann fallen die Menschen tatsächlich in ein Loch. Das ist mein Markt. Ja, da fahre ich halt rein, weil das ist halt geil, weil diese Menschen fallen einfach nach einer Veranstaltung mit 1.000, 2.000 Leuten fallen. Also zumindest 20%, 30% fallen runter. Deswegen muss es eine Begleitung geben. Ja, Investition ist natürlich ein gutes Stichwort. Ich hatte damals das Glück, habe meinen Mentor kennengelernt, habe Seminare bei ihm belegt und er hat einen Narren an mir gefressen und hat mich wirklich gefördert. Er erscheint ja auch bei uns im gemeinsamen Buch jetzt, was in Kürze veröffentlicht wird. Das ist für mich eine totale Ehre. Es war damals Professor Dr. Bernd W. Klöckner, ja, über 40 Bücher geschrieben, 60 Millionen TV-Zuschauer erreicht. Und er hat sich meiner angenommen und hat, für einen smarten Preis gemacht. Selbst wenn es abgerechnet hätte, ich vergesse auch ein Seminar in Berlin nicht, da habe ich damals 5.000 Euro für bezahlt, das war der Oberburner. Das hat mir, ich habe danach, das war ein Verkaufsseminar,
innerhalb der 2 Wochen danach habe ich über 25.000 Euro verkauft. Das heißt, die Investition bei einem guten Coach, hast du die Investition auch ganz zügig raus. Ansonsten ist ein Scheiß-Coach, ja. Da muss man mal ganz klipp und klar sagen. Oder du machst was verkehrt. Also da, ich finde, die Investition rechnet sich, wenn du wirklich einen guten Trainer und Coach hast. Das ist natürlich jetzt eine mega geile Steilvorlage, die du gerade machst, ne? Was macht denn einen persönlichen Coach, möchte jetzt oder will jetzt in Andreas Schule, okay? Und ich will jetzt, weil hier in seinem Claim drinsteht, hier mehr Geld, mehr Kunden, mehr Lifestyle. Okay, wie mache ich denn, ich meine, hier schauen viele, viele angehende Speaker zu, hier schauen viele angehende Trainer zu, hier schauen viele angehende Führungskräfte zu, die eben eventuell auch in diesem Hamsterrad und so drin sind. Was konkret bringst du jemandem bei, dass der jetzt wirklich, ich sag jetzt mal, um jetzt einfach mal eine Zahl zu nennen, 10.000 im Monat macht? Ja, also. Das habe ich, glaube ich, irgendwo bei dir mal gelesen, ne? So monatlich 10.000, so zack oder irgendwie was in der Richtung. Nochmal bitte, das kam akustisch nicht an. Ich habe gesagt, das hatte ich bei dir mal gelesen, irgendwo in einem Post auf Social Media oder irgendwas in der Richtung. Ja, ja, das sind ja viele da draußen, die haben ja diese 100.000er-Grenze oder die Millionen als Grenze. Ich persönlich bin gar nicht so der Millionentyp oder ich sage über die Millionen. Wichtig ist, dass du liquide bist, weil es macht eigentlich nichts aus, was du verdienst, sondern wie viel davon am Ende des Tages übrig bleibt, ja, beziehungsweise du wirklich als Gewinn hast. Also von daher mal Bullshit. Also ich habe einen Unternehmer, der macht 10 Millionen Umsatz, hat aber selber nur in der Tasche 8.000 im Monat, ja, also okay. Da lohnt sich das Risiko nicht unbedingt. Aber was bringe ich ihm bei? Also es ist natürlich ganz, mein Leitspruch heißt ja, die Qualität deiner Persönlichkeit bestimmt über die Qualität deines Unternehmens. Das heißt, es ist natürlich ganz viel in der Persönlichkeit an Ressourcen, die wir da freischaffen. Ich bin ein absoluter Verfechter davon, ähnlich wie du es bist, Maske runter und kämpf mit offenem Visier. Denn das größte Problem da draußen ist ja, wenn du schon verkaufen lernst, lernst in der klassischen Verkaufsschule, den Leuten irgendeinen Scheiß zu erzählen. Was für ein Quatsch. Also das Schöne am Verkaufen ist doch, find heraus, was der Kunde will und helfen, das zu erreichen. Das ist doch das Einfachste. Also, aber das hat halt mit Fragen zu tun und nicht mit Belatschern. Hat aber auch letztendlich mit der Qualität der Persönlichkeit zu tun. Das heißt, wie stehst du selber zu dir, wie authentisch bist du, wie frei bist du im Argumentieren, wie frei bist du in der Kommunikation, whatever. Das heißt, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Skill, was ich den Menschen natürlich beibringe. Ich mag den Begriff blinder Fleck nicht, aber selber siehst du halt oft nicht das, was andere Menschen von außen dir reflektieren. Und deswegen arbeite ich ja auch mit einem Coach und liebe es auch, reflektiert zu werden. Und ich liebe auch Feedback, ja. Also auch wenn es kritisch ist und mal wehtut, ist das geil. Das heißt also offenes, ehrliches Feedback. Und das ist ganz, ganz viel wert. Was bringe ich noch bei? Ich meine, jetzt kommen wir dazu. Ganz viele stolpern halt in die Selbstständigkeit. Ganz viele sind in der Selbstständigkeit. Es gibt dann die rationalen Typen, es gibt die emotionalen Typen. Für mich gehört in der Selbstständigkeit beides dazu. Du musst also die Hirnhälften vernetzen. Also sprich, wenn du jetzt so ein kreativer Mensch bist, du brauchst den Ratioanteil, du musst mit Zahlen können. Weil sonst, das kennen wir bei vielen Handwerkern, das sind geile Handwerker. Aber die kommen auf keinen grünen Zweig, weil sie diesen Ratioanteil nicht richtig haben. Oder weil sie sich keine Mühe darum geben. Und das ist bei Coaches und Trainern, das ist ja ganz oft. Das sind mega geile Trainer. Aber finanziell, weißt du, dann nehmen sie 25 Euro die Stunde, weil sie einfach nicht rechnen können. Einfach gesprochen. Oder aber es sind Rationalisten, ganz viel bei Ingenieuren, denen fehlt der kreative Part. Das heißt also, immer den Ausgleich des fehlenden Parts, das ist eine der Hauptaufgaben im Training und Coaching. Und letztendlich erzeugt Authentizität Kundensog. Ja, weil Menschen fühlen sich, Geschäfte werden immer unter Menschen gemacht. Und das ist der Hauptpunkt, der zu Kundensog führt, ja, und Positionierung auch, sage ich sogar, ne? Weil jeder Mensch ist einzigartig, nur sie leben ihre Einzigartigkeit. Sie bringen nicht das raus, was in ihnen steckt. Und da sind halt ganz, ganz viele Potenziale dran. Das ist auch ein cooles Zitat, ja, auch Menschen folgen Menschen und keine Produkte und kein Unternehmen. Ne? Das ist der Punkt. Das ist, denke ich, das sagt vieles aus. Das sagt vieles aus. Ja. Hammer, 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 Hammer. Gab es dann in deinem Leben, wo du dann für dich festgestellt hast, okay, ich muss was verändern, dennoch diesen einen Moment, wo du sagst, leck mich doch alle mal am Arsch, ich komme hier irgendwie nicht weiter, ich habe hier so eine Grenze erreicht und
was wirklich so kurz davor hinzuschmeißen? Weil ich glaube, viele werden ja, viele, die gerade in diese Selbstständigkeit gehen oder auch Jahre in der Selbstständigkeit sind, das ist ja nicht wie auf so einem Flipchart oder auf einer Keynote-Präsentation, PowerPoint, so eine Linie nach oben, ne? Also das, sondern es geht ja wie so ein Herzschlag in den meisten Fällen, ja. Hattest du so einen Moment? Wenn ja, wie bist du da rausgekommen? Lorenzo, der Moment war erst vor ganz kurzem. Das ist geil jetzt, ja. Und das Okay. ist noch keine 4 Wochen her. Spannend. Ah, okay. Total spannend, ja. Also ich hatte den schlimmsten Monat meines Lebens, Januar. Den schlimmsten Monat. Also ich kam aus dem Urlaub von den Malediven und irgendwie meine Trainerakademie, die war total unruhig. Die Trainer waren aufgewühlt, es kam ein Störfeuer von außen. Ich selber habe unter Tropenkrankheit gelitten. Zwei Kunden haben gekündigt, festverbindliche Verträge. Dann aus dem Unternehmensverkauf habe ich selber einen kleinen Fehler gemacht. Rechtsanwaltsschreiben, also es kam alles zusammen. Auf einmal nicht mehr, es wurden nicht mehr 5.000 € jongliert, es wurden einmal 50.000 €, nur noch große Zahlen. Und ich stehe hier vor einem Immobilienkauf auf Mallorca. Also alles wurde tangiert. Scheiße. Volles Programm, also aus aller Welt, ja. Und ich habe gesagt, Scheiße, warum soll das gerade nicht sein? Bin also auch zusammengebrochen innerlich, ja, also völlig zusammengebrochen. Hier hat mir mein Dad damals jetzt im Januar extrem geholfen. Er hat gesagt, Andreas, hey, das ist jetzt deine Chance nochmal. Du kannst jetzt nochmal so richtig schön dich ausrichten. Was willst du wirklich? Wie sehen deine Produkte aus? Wie möchtest du Menschen unterstützen? Möchtest du wirklich über einen langen Zeitraum oder möchtest du schnelle Ergebnisse? Und das hat mir natürlich. Hab eine Woche gebraucht, also ich habe eine Woche richtig halbtot auf dem Bett gelegen, auch wieder geweint, muss ich wirklich sagen, richtig geheult, Rotz und Wasser. Und habe gesagt, warum in Gottes Namen passiert das gerade? Warum kann es jetzt nicht einfach gehen, weil du hast schon so viel geleistet? Und warum kommt nicht der Markt auch und sagt, geil, was du machst? Ja? Also keiner wartet auf dich da draußen, das ist mal ganz wichtig als Selbstständiger. Ja, und wie bin ich rausgekommen? Indem ich mir tatsächlich, ich hab mich quasi neben mein Konstrukt projiziert. Ich habe mich völlig rausgenommen, völlig resettet. Also ich habe den Mut gehabt, wieder nichts zu tun, also einfach mal laufen zu lassen, im ersten Moment vielleicht sogar Verluste einzufahren, um mich komplett rauszunehmen und draufzuschauen. Und habe dann begonnen, mein Idealbild wieder zu zeichnen. Was will ich wirklich? Wie sieht mein Leben wirklich aus? Es war dann die Frage, gehen wir von Mallorca zurück? Die habe ich mir ganz kurz gestellt. Gehen wir zurück nach Deutschland. Ich sagte, das ist mein Traum. Ich will meinen Traum nicht aufgeben. Ich will meinen Traum leben. Also eine Entscheidung, egal was kommt, wir bleiben auf Mallorca. Egal was kommt, mit der Familie zusammengesessen, unser Bild auf Mallorca. Wie möchtest du Kunden betreuen? Möchtest du nur über Skype arbeiten? Wie oft finden die Business Days statt? Ich habe innerhalb von einer Woche, und es gab natürlich Anfeindungen, habe ich 2 Drittel meiner Veranstaltungen gecancelt. Weil ich gesagt habe, stop it. Du jettest wie permanent hier zwischen Deutschland hin und her. Du machst dich krank. Das macht keinen Sinn. Das distanziert dich von deiner Vision, von deinem Traum. Warum tust du das? Also diese Selbstreflexion wieder zu haben. Und da habe ich jeden Stein habe ich untersucht, Mitarbeiter untersucht. Passt das zu meiner Vision? Passt das menschlich? Macht das mir wilden Spaß? So. Und wenn ich zu einem Nein kam, habe ich es gecancelt, gnadenlos. Und das mit jedem Stein. A, runterfahren, kompletter Reset, ohne irgendwas zu tun, einfach mal, bis ich wieder in der Lage war, Kraft zu haben, bis ich wieder Energie hatte. Punkt Nummer 2, komplette ehrliche Selbstreflexion. Hier bin ich meinem Vater ultra dankbar, weil er zu dem Zeitpunkt einen neutralen Punkt hatte. Es ist Wahnsinn. Also ein eigener Vater, der so einen mega neutralen Punkt hat, ist ein Geschenk des Himmels, muss ich immer sagen. Also völlig objektiv draufgeschaut und mir die richtigen Fragen gestellt. Ja, und das war der Winning Point. Und nachts, ich sag mal, per Ende Januar habe ich mich so geil gefühlt wie nie zuvor und war dieser Phase ultra dankbar. Diese war mit Sicherheit eine der schmerzhaftesten Phasen und hat mich aber jetzt zu so einer Stärke gepusht und zu so einer Klarheit und zu so einer Überzeugung, dass ich weiß, dass das, was jetzt kommt, echt geil ist. Ich erlebe es schon. Also das ist halt Gesetz der Resonanz. Das geht dann einmal ganz schnell, ne? Aber da höre ich auch wieder, das sind auch wieder so Faktoren, ne? Also wirklich bewusst sich hinzusetzen, zu reflektieren, drüber zu schauen, mal in eine Metaposition gehen, mal von oben drauf gucken, ne? Dann
fucking Entscheidung treffen. Ja, das ist immer dieses, was ich gerade bei meinen Coaches viel mitbekomme, dass die Eier gar nicht da sind, mal wirklich mal zu sagen, fuck, ich treffe jetzt mal eine Entscheidung, ja. Und ich glaube, wenn du die Eier nicht hast, dann geh nicht in eine Selbstständigkeit, geh nicht in ein Unternehmertum, sondern, Never. weil ich bin auch jetzt kein Feind von dem Angestelltenverhältnis, ja. Ich sag, es gibt Menschen, für die passen da einfach gut rein. Das ist okay, wenn die da drin Spaß haben, Absolut. aufgehen können, ihre Potenziale ausleben können, sich da vielleicht sogar jemanden finden, der bereit ist, dass sie sich sogar selbst verwirklichen können, ja. Why not? Ja. Why not? Aber du bist dann eben nicht in der Position, dass du sagst, okay, ich kann jetzt, weil bei dir, bei mir, bei denen, die jetzt gerade zugucken, ist es ja eben genau anders. Das heißt, eine Entscheidung, die du triffst, kann eben voll gegen die Wand fahren, oder du hast halt eben genau die richtige Entscheidung getroffen, ja. Ich würde gerne da mal reingehen, weil Gerne. ich glaube, das ist unter anderem auch eine Schwierigkeit, die ich hatte, beziehungsweise heute immer noch habe, ja, wirklich zu sagen, okay, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Ist jetzt die verkehrte Entscheidung? Auf was muss ich jetzt hören? Wie kann ich denn als Unternehmer oder als Selbstständiger? Also, ich habe mir selber in der Vergangenheit so einen kleinen Katalog angelegt. Na, Katalog heißt ein Fragenkatalog. Den habe ich eben schon latent durchklingen lassen. Ich stelle mir selber immer vier Fragen. Grundsätzlich. Vier Fragen, wenn ich nicht gerade abdrifte. Aber in dieser Phase habe ich mir immer bei jeder Entscheidung vier Fragen gestellt und habe auch sofort entschieden. Bedeutet, die erste Frage ist: Ist der Mensch jemand, mit dem ich wilden Spaß haben werde? Ist das jemand, mit dem ich Bock habe, überhaupt zu arbeiten? Ah, okay. So. Das ist die erste Frage. Habe ich Bock, mit dem Lorenz ein Interview zu machen? Der ist ein richtig geiler Typ. Machst du. Zweite Frage. Stehen Aufwand und Ertrag in einem für dich sinnvollen Verhältnis? Das heißt, Aufwand, Energieaufwand, Zeitaufwand, Geldaufwand, whatever. Steht das in einem sinnvollen Verhältnis zu dem, was da rauskommen wird? Ist das ein Ja? Gehe ich weiter? Ist es ein Nein? Ist die Nummer durch? Ja? Ist die Nummer erledigt? Dritte Frage ist, passt es zu meiner Vision? Passt es zu meinem gewünschten Lifestyle? Passt es zu dem, wie ich leben möchte? Das heißt also, nehmen wir nochmal die Flüge, permanent nach Deutschland zu jetten, permanent im Flugzeug zu sitzen, permanent im Hotel zu schlafen, von meiner Familie weg. Das ist Bullshit, das ist Scheiße, ja. Deswegen, wie doof bist du? Ja, noch Veranstaltungen, da kommen noch Trainer, lass uns noch Symbiosen machen, lass uns da noch eine Veranstaltung. Hey, slowly, passt nicht zu meiner Vision, ist gar nicht das, was ich will. Es kann mal sein, ja, aber es darf nicht dauernd sein. Also, Stecker ziehen. Und damit war die Nummer durch. Nein, war nein und da habe ich die Entscheidung getroffen. Und vierte Frage ist immer, wie würde meine Frau entscheiden? Okay, Ja, wie würde das meine ist Frau spannend. entscheiden? Okay. Ja, das ist wirklich spannend, aber ich muss an der Stelle muss ich halt wirklich sagen, das ist genau der Teil von mir. Ja. Das ist, wenn ich die nicht hätte, die hat mir so auf den Rücken gestärkt, sie hat mir damals den Weg gegeben. Das ist dein Traum, jetzt geh raus, stell dich auf die Bühne, arbeite mit den Menschen, tu es jetzt endlich. Und dann hat sie damals den Spruch von Nike gesagt: Hey, du erzählst immer von den Nike-Jungs auf der Mauer. Just do it. Jetzt mach halt. Ja, Walk und ich the bin dann talk, so. ne? Walk Walk the the talk. talk. Walk the talk. Also diese vier Fragen stelle ich mir immer hinzukommen und dann entscheide ich. Nochmal drei Kraftfragen oben und top. Es gibt sogar ein Blatt bei mir. Was ist das Beste, was passieren kann, was ist das Schlimmste, was passieren kann und was ist das Wahrscheinlichste, was passieren wird. 5, 4, 3, 2, 1, entscheiden. Bumm. Weil, wie oft haben wir das, dass wir nochmal Schleifen drehen und ich weiß ja nicht genau, es ändert nichts. Dein Unterbewusstsein hat schon längst entschieden. Hier oben, ja, der kleine Kasten, der Kummerkasten, der macht dann nochmal eine extra Schleife und versucht rational, ah, nee, nee, nee. Forget it. Sehr geil. Hammer, Hammer. Also da sind so viele geile Nuggets drin. Krass, Dankeschön dafür, ja. Ja, gerne. Weil du bringst mich gerade so ein bisschen, ich zoome gerade durchs Zuhören wieder so ein bisschen zurück in die Zeit, und ich kann mich daran erinnern, dass wenn ich mit meinen Jungs und Mädels einen Auftritt hatten, ja, und wir haben die Songs vorbereitet und so. Und dann stehst du auf der Bühne und die Songs sind fertig. Also die sind wirklich fertig, ne? Und du stehst auf der Bühne und denkst dir dann im Moment so, okay, das Publikum, das irgendwie, das passt jetzt gerade nicht zu Song 3 und zu 4. Ja, die würden da nicht abgehen, weil es einfach ein Altersunterschied ist und so weiter und so fort. Haben wir im Backstage-Bereich immer Folgendes gemacht. Wir haben eine Münze genommen und haben dann gesagt, wollen wir den Song spielen oder nicht? Und haben dann gesagt, okay, Kopf ist spielen,
und zahl es nicht spielen und haben dann die Münze geworfen. Das Krasse Krank. war, dass sobald die Münze aufgekommen ist, du in den Gesichtern der Band gesehen hast und in meinem Gesicht, das heißt, du hast im Endeffekt die Entscheidung schon getroffen gehabt. Geil. Drehst die Ja. Münze um und in dem Moment siehst du, ah fuck, das war ja doch nicht das. Und in dem Moment hat es bei uns Klick gemacht und wir wussten, ah okay, das ist die Antwort. Ja, mache ich ab und zu mal heute noch in der Abteilung. Ne? Also, wirklich echt also wenn ich der Meinung bin, ich bin noch unentschlossen, nehme ich eine Münze und schmeiß die. Sage ich, okay, A ist das, B ist das. Schmeiß die, zack, guck drauf, habe ich ein gutes Gefühl, sage ich, okay, habe ich ein scheiß Gefühl, weiß ich ganz genau, okay, das ist die Antwort. Geil. Das ist auch richtig geil, weil dein Unterbewusstsein spricht. Ja, also das ist Hammer. so, weil du mich gerade durch das wieder da zurückgeholt, muss ich echt wieder machen, ey. Muss ich echt mal wieder machen. Geil. Sehr Geil. geil. Andreas, der Hammer, der Hammer, der Hammer. Ich habe noch drei letzte Fragen. Die Gerne. eine Frage habe ich vorhin schon gestellt gehabt. Ich möchte da gerne nochmal ganz konkret rein, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was viele angehende Speaker oder Führungskräfte angeht oder Trainer, Coaches. Was für Schritte muss ich konkret tun, um jetzt wirklich, wirklich Einkommen zu generieren? Weil viele machen vieles, ja, aber irgendwie nicht das Richtige. Ja. Hast du da so diesen einen konkreten Tipp? Ja, ich glaube, in deiner Frage war schon die Antwort impliziert. Um jetzt wirklich, wirklich Einkommen zu generieren, musst du mal die Entscheidung dazu treffen, dass du auch wirklich darüber Einkommen generieren willst. Dass es ein wirtschaftliches Unternehmen werden und sein soll. Das heißt also auch, bring die Zahlen mit ins Spiel. Ja, wenn es wirtschaftlich werden soll, kannst du halt nicht als Trainer für ein paar Euro arbeiten. Das geht nicht. Ja, Wald- und Wiesen-Coaches. Life-Coaches, sorry, Life-Coaches, alle irgendwo in der Historie broke, ja. Das mit 20 Euro geht nicht. Also du brauchst eine klare Positionierung, du brauchst ein klares Branding, du brauchst eine Nische, du brauchst eine klare, eine klare Fähigkeit, die erkennbar ist für deinen Kunden und kannst auch dann entsprechend den Preis heben, ja. Das ist halt mal das Wichtige. Also werde zu einem wirtschaftlich tätigen Unternehmen. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist Fokus. Ganz klarer Fokus. Das heißt, viele bauen sich ja was nebenberuflich auf. Boah, ultra schwer, ja, ultra schwer. Das kannst du eine Zeit lang machen, die Energie aufbringen, aber sonst endest du nachher so wie wir beide, ja, rennst halt mit voller Wucht gegen die Wand. Also das kannst du eine Zeit X machen, aber setz dir ein Ziel, bis wann es erledigt sein soll. Ansonsten ist mein Credo, erstmal Kapital erwirtschaften, sodass du vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr davon leben kannst. Und in diesem halben, dreiviertel Jahr starte fokussiert in deine Selbstständigkeit. Weil du brauchst die Kraft, du brauchst die kreativen Zirkel in deinem Kopf, die brauchst du, um eben um dein Business zu raisen, um einfach zu wachsen. Ja? Das brauchst du. Und das ist meiner Meinung nach einer der größten Fehler. Die Leute glauben immer, naja, ich fange halt mal an. Ja, halt mal anfangen und genau dieses 40%, 50%. Ich mache mit keinem Geschäft, der 40, 50% agiert. Ich will 100, ich will 120. Frag dich selber, mit wem machst du Geschäfte? Da sind wir wieder beim Selbstwert. Ja, Selbstvertrauen, Selbstwert. Wie viel bist du dir selbstwert und wie viel sind dir Menschen wert, die nur 40, 30% geben? Sorry. Aber that's it. Also, das ist Teil des Spiels. Und ich Ja, denke, also. verkaufen halt, ne? Also verkaufen, ich meine, Verkaufen, perfekt, ja. sorry, ja, verkaufen. Also, als ich sage es in meinen Seminaren immer, wenn du als Selbstständiger nicht verkaufen kannst, dann werde nie selbstständig. Dann musst du halt ganz schnell Unternehmer werden und jemanden haben, der für dich verkauft. Aber das ist natürlich auch richtig schwer. Also verkaufen musst du können, richtig gut. Ja, danke dafür, ein Impuls. Ja, ich glaube auch nicht, also das ist meine feste Meinung. Ich glaube nicht, dass du viele Coaches, Trainer da draußen rennen ja rum und fangen an zu erzählen, ja, du fängst heute an und bist morgen ein Kundenmagnet und irgendwie ziehst du über Social Media die Leute rein und also ich glaube, ich habe meine Seminare voll gemacht, meine Coaches bekommen nicht durch Social Media, sondern wirklich durch Face-to-Face und wirklich mal das Telefon in die Ja. Hand nehmen und die Leute mal kontaktieren und wirklich mal nachfragen. Ja. Und das glaube ich, das ist das auch, was ich bei dir so sehe, weil wenn ich dich jetzt über Social Media verfolge, ja, das hat meine Freundin mal so schön, Schatzi, mich verfolgen voll die vielen Menschen auf Instagram. Ist so Ja. schön, Schatz, dass sich Menschen verfolgen. Aber bei dir ist ja nie wirklich so dieses
dieses, also über Social Media nicht dieses aggressive Verkaufen. Und trotzdem bist du etabliert, trotzdem machst du dein Business, trotzdem machst du deine Kunden, ja. Hast du da vielleicht, und jetzt bin ich doch bei mehreren Fragen, du bist halt ein spannender Typ, hey, da muss ich echt fragen. Danke dir, danke. Wir Yes. müssen auf die Uhr gucken, hey, nicht, dass wir hier den Rahmen sprengen. Amen, ja. Aber hast du da nochmal konkret als Business-Mentor, hast du da konkret nochmal die Vorgänge, wie soll ich sagen, ja, so eine alles legende Wollmilchsau gibt es ja in meinen Augen nicht. Aber so diese Vorgehensweise, wie du sagen kannst, okay, schau mal, wenn du gerade anfängst und du hast noch keine Kunden, mach das. Ja, Also nach der Positionierung, nachdem du dein ganz Big klar. Picture, Vision und so weiter. Ganz Dann. klar. Ja, und das ist auch ein Phänomen, was du unwahrscheinlich gut am Markt siehst. Guter Freund hier von mir, Marcel Remus, sagt immer anders als alle anderen, 5 As. Wenn du jetzt auf den Markt schaust, dann Networker, Coaches, whatever, die schreiben dich an, die tickern dich an und wollen sofort verkaufen. Und wenn du sagst, hey, stop it, sind sie wieder weg. Also verbrannte Erde, ganz viel verbrannte Erde. Meiner Meinung nach geht es so, und du hast es auch schon latent angesprochen, statt Breite Tiefe erzeugen. Das heißt, Tiefenkommunikation. Das heißt, Was sich genau heißt wirklich, das? Was genau heißt das? genau, das sich wirklich für dein Gegenüber zu interessieren, sich wirklich dafür zu interessieren, nicht oberflächlich, lebst auf Mallorca, ja gut, cool, ja, dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Hey, wie hast du das gemacht? Okay. Sich wirklich dafür zu interessieren. Und du, ohne dass ich es weiß, du hast ein wahres Interesse daran, dass die Menschen zu einem Leader werden. Du hast ein wahres Interesse, dass sie richtig Führung übernehmen. Das ist einfach in dir drin und du lässt nicht locker, bis dieser Mensch es endlich verstanden hat. Und so habe ich mein Business Aber aufgebaut. sowas von, ja. Aber sowas von. Aber Und sowas von. also sich auch wirklich von Herzen dafür zu interessieren. Und das, glaub mir, ich mache gerade in der Video-Challenge, die 79 € so eine Video-Challenge für 21 Tage. Eigentlich habe ich gesagt, oh, ich will nicht so viel da sein. Ich bin jeden Tag 2, 3 Stunden bei den Leuten, weil ich will haben, dass die so richtig schön in der Tiefe Nutzen davon haben. Scheiß auf das Geld in dem Moment. Das ist doch egal. Gebt den Menschen wahre Werte und die werden dich irgendwann in die Welt tragen. Das ist meine feste Meinung. Also geh in die Tiefe Sehr rein. geil. Ja, Sehr geil. das Guck ist. mal, wie schön. Während du das alles so schön erzählst, muss ich jetzt gerade echt mal zeigen. Guck mal. Ach, wie geil ist das denn? Gerade ein Marienkäferchen in mein Office reingeflogen, hey. Wow. Um die Jahreszeit, hör mal, ey. Ja, das will uns was Wie geil sagen. ist das? Das soll was Komm, mein sagen. Schatz, komm mal hier. Ist ja Also, geil. wenn der Andreas spricht, kann nur Glück passieren, Freunde. Mit einem Gummibärchen, mit einem Marienkäferchen, meine ich hier. Hammer geil, großer. Ich danke dir echt für diesen mega, mega, mega geilen Input. Ich für mich kann da mega viel mitnehmen gerade. Du hast mich in mehreren Situationen wieder echt zurückversetzt. Und mir ist gerade wieder zwei, drei Sachen echt wieder präsent geworden. Jetzt wirklich die Danke, ja. letzten beiden Fragen. Letzte, Oh, ja. vorletzte Frage. Gibt es eine Band, einen Musiker, der dich in deiner Kindheit geprägt hat, eventuell sogar noch heute? Wenn ja, warum prägt er dich? Oder Oh, sie auch? ja. Du, ich muss dir ganz kurze Story dazu erzählen. Es war nicht die Kindheit, sondern war ein Tag, vergesse ich nie, war ich auf der Autobahn unterwegs. Und es kam von Lady Gaga ein Lied, Titel 5 auf der CD war es. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ist scheißegal. Und auf einmal dann singt sie halt, sei doch endlich du selbst. Ich musste anhalten, Rotz und Wasser geheult. Und das war genau in der Phase, 2013, 2014, 2014. Und das hat alles verändert. Und dann habe ich mir Lady Gaga wirklich sehr, sehr oft angeschaut und habe gesagt, Alter, so viel Eier in der Hose, trotzdem, dass sie keine Frau ist, sie selbst zu sein. Sprüche rauszuhauen, wie krass ist die Alte? Und die hat mich dann schon sehr geprägt und hat mir dann sehr viele Große angeschaut. Meine Mutter hat vor einem Jahr, habe ich hier, wie heißt sie, Mia Julia hier im Ballermann gesehen. Und da habe ich gesagt, sag mal, den Mumm zu haben, sich da nackt auf die Bühne zu stellen, was musst du da in der Birne haben, ja? Also ich meine, man kann jetzt sagen, die zieht sich aus, ja, aber was braucht die für ein Selbstbewusstsein? Und ich habe viele solcher Menschen dann bewundert, die wirklich sehr authentisch sind. Das sind immer sehr, sehr große Vorbilder für mich geworden. Das heißt also, Lady Gaga zum Beispiel hat mich ganz klar
in der Phase geprägt. Als Kind, keine Ahnung, Stadionmusik vom 1. FC Kaiserslautern oder so irgendwas, keine Ahnung. Okay, also Grillmusik. Ja, ja, genau. Wie sehr, sehr geil. Ole, ola, ole, ole, ole. Leona, der FCK ist wieder da. Ja, darfst du heute fast nicht mehr singen, ja, weil die zweite Liga Abstieg oder so. Ah ja, komm wieder, komm wieder. Komm wieder, so ist es. Letzte Frage, beziehungsweise nicht, nee, keine Frage, sondern hast du so zum Abschluss noch irgendeine Botschaft, die du den Jungs und Mädels, die jetzt gerade hier zuschauen, die zuhören, denen du das mit auf den Weg geben möchtest? Nicht gesprochen, sondern gesungen. Jetzt kommt's, ey. Jetzt kommt's. Und ich wäre ja nicht Lorenzo, wenn ich die hier nicht parat hätte. Ja, du, also ich habe es gestern in unserer Video-Challenge gesungen und das ist auch ein Lied, was mich sehr geprägt hat. Und das ist halt Bon Jovi, ja, It's My Life, ja. Aber es ist wahrscheinlich meine, ich soll von mir ein Lied singen, ne? Was ich den Menschen mitgebe. Ja, ja. Also es kann ein Zitat sein, es kann eine Botschaft sein, es kann ein Erfahrungswert sein, irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst. Ja. Du begleitest also irgendwie. Ja, guck mal, ich hab hier. Das ist geil. Und ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Akkorde vor, okay? Das ist gut, ja, hau mal rein. Und dann... mal gucken, ob der Business Coach hier improvisieren kann. Kann gar nichts improvisieren. Meine ganze Familie sind Musiker und ich bin die größte. Ja, bei mir ist es der Kelch des Talents vorbeigegangen. Okay. Sagen wir mal, ob man das soweit hört. Ja? Ja, ja. Okay, also, pass auf, los geht's. Großes Potenzial. In jedem da drauf. Lass die Sau mal richtig raus. Ist in dir Personality. Sehr geil. Geht das noch weiter? Ja, willst du noch weitermachen? Nee, lass mal. Jetzt kommt erstmal bald das gemeinsame Buch, weißt du? Und irgendwann ja, kommt genau. Dann noch ein gemeinsames Hörbuch mit Songs drauf. Ach du Scheiße, ey. Da komme ich aber erstmal, muss ich mir einen richtigen Mentor suchen und den bist du dann in dem Fall. Also sorry. Andreas, wie geil ist das denn? Guck mal, das ist genau das, was ich an so Menschen wie dir mag, dass er einfach auch mal die Ernsthaftigkeit mal links liegen lassen können und einfach mal Bock haben, sich mal selbst zur Sau zu machen, sich mal auch mal über sich selbst zu lachen und vor allem aber auch einfach mal so eine spontane Scheiße mitzumachen. Ich glaube, auch das gehört zum Unternehmertum dazu, Spaß zu haben und zu lachen. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Absolut. Andreas, ich danke dir für deine mega, mega, mega wertvolle Zeit. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass du dabei warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und ich freue mich auf ein persönliches Sehen. Vielleicht kriegen wir es ja mal unbedingt hin. Und ja, Dankeschön für deine Zeit. Dass sehr du gerne. Warst. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vor allem, ich habe irgendwann mal gesagt, ich nehme alle Songs, die am Ende gesungen werden und damit mache ich irgendwann mal ein Album. Mal gucken. Geil. Also, ich danke dir. Schön, dass du dabei warst. Ciao, ciao. Ragazzi. Ciao, yeah.